Bei der Norddalmatien-Tour, die ja auch als grüne Tour bezeichnet wird, steht auf jeden Fall das Naturerlebnis ganz klar im Vordergrund. Vom Schwierigkeitsgrad sind die Touren eher einfacher. Es ist oft so, dass man sich auf 50, 60 Meter über dem Meer bewegt. Unter anderem haben wir auch tolle Überfahrten dabei. Eine davon ist die Überfahrt durch die Kornaten. Man muss sich vorstellen, das sind 140 Inseln auf ganz engem Raum und man fährt mit dem Schiff mal mittendrin durch. Man ist umgeben von Inseln. Also mich begeistert, wenn das Schiff an diesen 200 Meter hohen Klippen entlang fährt, 5 Meter nah und rundherum nur Wasser, Sonne und Blau. Das ist so herrlich. Man kommt in Ecken, in die man so normalerweise nicht kommt, auch die Strecken, die man da zurücklegt. Der Talaschtschan Nationalpark zum Beispiel, da kommst du ja als Normaltourist praktisch gar nicht hin. Ja, das ist wunderschön. Den Eindruck, den muss man mitnehmen. Neben der Natur haben wir natürlich auch ganz tolle Städte, die wir anfahren, unter anderem Šibenik und Zadar. Aber wir nehmen auch gern Kultur mit, das ist für uns schon eine Mischung. Ist hier auch eine nette Kombination, ja, eigentlich. Kombination. So, das sowohl als auch, ne? Natur, Kultur. Und natürlich nicht vergessen, der Sonnenuntergang an der Meeresorgel. Da zu sitzen und einfach dem Sonnenuntergang zuzuschauen, das ist auf jeden Fall eine Reise wert.